So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Tour 2 und mit diesem wunderschönen Ausblick hier wirklich, Leute, das ist hier echt Wallpaper-mäßig, also wirklich. So, mit unserem Boot fahren wir hier in den Sonnenaufgang, ist das nicht schön? Naja Leute, ich bin hier zu Wasser unterwegs. Ja, im letzten Part haben wir eigentlich herausgefunden, was Gandor so getrieben hat. Er hat ein Artefakt mit einer unglaublichen Macht genommen, mit der er Verita schaffen konnte. Dieser hat Gandor vor 20 Jahren benutzt, um eben die Swallows zu erschaffen. Ja, das haben wir rausgefunden und dann sind wir zurückgekommen zu unseren Freunden da, den Orks. Doch wir mussten leider feststellen, dass Zordon, so hieß er, Gortarius war ja ein guter, Zordon da war und uns schon entdeckt hat. Er war eigentlich tot, eigentlich hat ihn ja Roxor, einer unserer Ork-Freunde, getötet, aber er ist wieder auferstanden, daran sieht man, wie mächtig Gandor ist. Leute, ich habe mich beraten lassen und ich möchte doch noch die beiden Runensteine entdecken, denn ich habe mir sagen lassen, dass, vielen Dank übrigens nochmal an die ganzen Abonnenten, die mir immer Tipps geben. Ich finde das so toll von euch. Also auch wenn ich da nicht immer darauf antworte, ich bedanke mich jedes Mal wirklich sehr dafür, weil Tipps helfen immer, Leute. Also hier nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an euch alle hier, auch wenn ich jetzt nicht alle Namen sage. Besonders weiß ich nicht auswendig was, aber vielen, vielen Dank an alle. So, und zumindest kann man jetzt, wenn man erstmal in die Sümpfe gereist sind, wo wir eben herausfinden, oder hoffentlich zumindest herausfinden, was Gandor hier getrieben hat, erstmal nicht mehr weg. Das heißt, wenn wir da jetzt einmal sind, dann war es das erstmal für eine Weile und wir können eben nicht mehr zurück. Und ich möchte unbedingt noch die Runensteine hier einsammeln. Ich meine, seht ihr, einmal wunderschön eingepackt. Übrigens, es war sehr schwer, übrigens mit dem Boot überhaupt mal zu starten. Es war wirklich anstrengend. Ich habe da 5 Minuten gebraucht, bis ich mein Boot aus rausmanövriert habe, wo wir das letzte Mal geparkt haben. So, und deswegen will ich jetzt hier noch... Oh, was leuchtet da so grün? Cool, das leuchtet einfach nur so zum Spaß so grün. Oder, ach so, das soll die Sonne sein, okay. Ja, wir wissen ja, wir waren ja im letzten Part hier in den Swallows immer und auch in der vorigen Part. Hier kommt man aber leider nicht durch und deswegen bin ich jetzt hier außen rum gesingelt. Wunderschön und jetzt können wir uns den nächsten Runenstein holen. Die beiden Aufgaben möchte ich noch machen, bevor wir, das sind noch 2 Runensteine, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder vielleicht noch einer, oder vielleicht 10, ich weiß es nicht. Vielleicht 10, vielleicht 20. Runensteine, die wir uns noch holen müssen. Und ich muss hier den Eingang der Höhle finden. Und ja, die will ich mir noch definitiv holen, bevor wir weitermachen. Danach werden wir dann nur noch Hauptstory erstmal machen. So. Und was kommt da schon mal in Elepharachinid? Naja. Haben wir den Gegner schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Also, vielleicht irre ich mich jetzt, aber ich glaube, das war mal ein neuer Gegner. Cool. Ja, passt ja irgendwie. Spinnenhöhlen, das passt ja irgendwie. So, wir holen uns hier erstmal den nächsten Runenstein. Ich erwarte mir ja Schweres eigentlich, weil... Also, eigentlich nicht, weil ich bin wirklich gerade sehr überlevelt. Das war's damit, sehr überlevelt. Das ist schon wieder diese kackfrosen Negres. Naja, okay, dann werden wir jetzt erstmal eine halbe Stunde auf den draufhauen. Eigentlich haben wir ein wirklich gutes Level. Ich meine, schaut euch an, wir sind Level 33. Das sollte wirklich eindeutig reichen, hier um mit den Gegnern klar zu werden. Also wir hatten ja wirklich bis jetzt mit keinem Gegner echt große Probleme. Teilweise Gegner wie die Frozen Negris waren halt nervig, aber nicht, weil sie unbedingt stark waren. Einfach nur, weil sie saumäßig viel Leben haben. Ja. Und deswegen denke ich, sollten wir das relativ leicht hinbekommen. Ich meine, schaut euch mal diese Elepharachinite an. Den machen wir mit 2 Schlägen down. So, Runenstein, wo bist du? Ah, da ist schon eine echte Frosnicke. Kann ich dir nicht wegstealthen? Stealth? Oh, das war's mit Stealth. Das war's mit Stealth, egal. Versuchen könnte man es ja mal. Oh Leute, da sind so viele Frosnicke. Ich habe keinen Bock auf die. Kann nicht ein dicker Gegner sein? So, ein Gargoyle und das war's. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder drauf gedrückt. So. Zacker, boom. Bam, und da wunderschön hier den Schwung gemacht. Der Typ, der respektiert mich so, der respektiert seinen Kumpel so, dass er, weil der will ein 1:1 Duell mit ihm und das respektiert natürlich seinen Kumpel. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist sein Kumpel tot und jetzt bist du dann schuld, du Grand Negris hier. Was machst du jetzt? Wie kannst du jetzt weiter mit dir leben? Böser Grand Negris. So, warte, er liegt, ah, ja, jetzt kommen wir weg. So, kann man die Tür bitte öffnen? Verdammt, die Negris liegen jetzt so vor, dass ich da die Tür nicht öffnen kann. Ich will die Sache nicht mitnehmen von den Negris, aber ich kann die Tür sonst nicht öffnen.
Diese verkackten Necros, ey, selbst wenn sie tot, also sind ja schon tot, aber selbst wenn sie tot sind, nerven die Viecher. Die einzigen Viecher, die wirklich nerven, wenn sie tot sind. Dann nehmen wir halt das Glump hier. Ich würde es jetzt gerne auseinander machen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ist. Cool, vielleicht sollte ich mir eigentlich mal eine bessere... Leute, wenn wir mal schon dabei sind, hier im Inventar rumzugruschen, können wir uns ja theoretisch mal wieder Rüstung anschauen. Ich habe mir ja schon seit 100 Jahren, habe ich meine Ausrüstung nicht mehr gewechselt. Also wirklich, so seit wie New Ashes war, habe ich meine Ausrüstung eigentlich nicht mehr gewechselt. So, wir zerlegen natürlich unsere Hüte, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Dann können wir schauen wir mal, ob wir unseren Eisenhut verbessern können. Yep. Blub. Und gleich nochmal. Komm, da hau mal ein Herz des Elegantens rein, oder? Hört sich doch nett an. Oder ein Wertekristall Durchhaltevermögen, das hört sich auch gut an. Kann man das, einmal sollten wir es upgraden können. So, öfters kann man es aber nicht upgraden, weil wir zu wenig Punkte haben. So, als Arm haben wir 7,26, 7,30. Dann rüsten wir doch mal lieber die aus. Lederstiefel, Lederhelm. Lederstiefel, die sind besser als unsere jetzigen Stiefel. Wo sind denn unsere Stiefel? Cool. Irgendwie sehe ich sie nicht. Egal, aber zumindest die Rüstung ziehen wir ganz sicher an. Yep, wir brauchen eh keinen Bogen. Den benutzen wir eh nicht. Hier ist dieses Soradons Wacht. Ist das ein Schild? Ja, es ist ein Schild, verdammt. Hier sind übrigens unsere Stiefel. Drachenstiefel, nett. Jetzt muss ich jetzt mal kurz meine Waffe wiederfinden, meine gute. So, diese blöden Klinge muss ich jetzt mal zerlegen. Haben wir von Soradon genommen, nachdem wir ihn zerstückelt haben. Unseren kleinen, eigentlich schon toten Freund. So, hier haben wir Yuffie-Schuppen. Manels Leder. Gewandte Finger. Mark Corrins Ohrringe. Die tun wir mal ausrüsten. Scheint gut zu sein. Ring der Willensstärke. Den tun wir auch mal ausrüsten. Der ist auch saumäßig gut. Tun wir hier den goldenen Siegelring weg. Yep, den tun wir weg, weil das ist besser. Und dann hier, dann Armschoner. Können wir die ausrüsten, glaube ich. Die sind um einiges hier besser, die Magieverstärker. Helm? Nee, Helm. Helme sind nicht so gut. Gefallen mir nicht. Nee, sehen auch nicht so schön aus. So, ich meine, unser Hut, Leute, der sieht ja einfach so sexy aus. So sexy aus. So. Aber die Liederstiefel sind... Ich habe so viele Liederstiefel. Alter, leichte... Die brauchen wir eigentlich. Wir brauchen die hier, die leichten Elfenstiefel. Weil wir kämpfen ja immer mit der Waffe hier. Dann lohnen sich die auch richtig. So, dann kann man das hier mal alles zerlegen. Ich möchte nicht so viel Inventar rumschleppen die ganze Zeit. So, die leichte Elefantenhosen. Die könnte man theoretisch upgraden, wenn ich nicht noch eine andere coole Hose finde. Finde ich nicht. Die gewandten Finger heben wir auf wegen dem plus 3 Stielen. Ich habe wahrscheinlich eh schon die Hälfte kaputt gemacht, die ich eigentlich behalten wollte. Hier ist ein Wertekristall, das ist schön, den kann man aber nicht reintun. Also in irgendeine Waffe reinsetzen, was ich schade finde. Und ansonsten... Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Banner, ne? Kannst aber nicht möglich, kann nur bei Magiegewinnern angebracht werden. Das ist ja schade. Ah, ja, aber so ein Wappenrock sollten wir theoretisch mal ausrüsten können, oder? Magie, den kann man aber anziehen. Yeah, Leute! Wir haben einen Rock! Oh, ist das gut? Ich weiß nicht. So, irgendwie kommen wir da nicht rein, fällt mir gerade mal so auf. Ja, dann machen wir jetzt hier die Nikes alle. Was ist denn da? Leute, wir sehen jetzt eindeutig sexy aus. Alter, sorry. Jetzt sind wir richtig bad. Das ist unsere alte Rüstung war auch super cool. Die sah auch sehr schön aus. Aber, Leute, schaut euch mal jetzt an, wie cool wir jetzt aussehen. Einfach mal mit unserem coolen Wappenrock schwingen wir uns hier durch die Gegend. Ey, Leute, sind wir cool oder sind wir cool? Oh, Leute, schaut euch mal an. Jetzt sehen wir halt richtig so wie ein Krieger aus. Gefällt mir. Jetzt gefällt mir unser Typ echt. So. Ich liebe dieses Nagagita einfach, was wir haben. Weil egal welche Attacke du machst, es ist immer ein Rundumschlag. Du triffst immer alles, was dich bewegt. So, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, ganz kurz. Mach ich während des Kampfes, weil ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Egal, sagen wir einfach. Vielleicht sollte ich mal Trank kurz nehmen. Boah, Heiltrank tut ja gar nichts mehr auffüllen, so ein kleiner. Aber egal, den sollte ich besiegen, ohne zu sterben, oder? Ja, da haut er ab. Feigling hier. So, dann mache ich einfach mal das Profi-Schloss auf. So, kein Problem natürlich, weil wir sind ja nicht Profi, wir sind ja super, wir sind super Profi. Okay, offen. Schauen wir mal, bitte. Lieber Gott, lass irgendwas Schönes drin sein. Oh, ein Mana-Trank. Eine Ritterrüstung, die schlechter ist als unseres und ein Wappenrock. Leute, ey, wenn ich wusste, dass Wappenröcke so cool aussehen.
Sieht auch geil aus. So, ich habe das Problem trotzdem, dass ich hier nicht rein kann, auch wenn ich glaube, dass ich hier hin muss, oder? Oder hier. Warte, ich komm, ich muss da rein. Aber es geht nicht rein. Scheißspiel. es nervt mich echt gerade. Ich kann, glaube ich, echt nicht rein, weil diese blöden Negris da vorne sind. Das ist ja so furchtbar schlecht. Das ist ja so furchtbar schlecht. Oh, ey, sowas hasse ich ja, solche blöden Bugs. Was kann ich jetzt machen? Also, es ist die Quest gescheitert einfach, oder? So, also, ich sag mal, die Quest ist gescheitert. Finde ich gut, finde ich gut. So, komm, mach den blöden Negris alle. Zack. Down. Down. So, ey, was soll ich jetzt machen, Leute? Oh, nervt doch nicht, kleine Spinny. Ich habe keine Lust auf Gegnerschnitzeln gerade, okay? Ich muss denken, okay, Spinny? Bitte kein Negris hier sein. So, da geht's hoch. Kommen wir da her? Nein, da kommen wir nicht her. Ah, das kann natürlich sein, dass wir gar nicht hier hoch, dass wir gar nicht da unten hin mussten. Ach so, Leute, das wird natürlich ganz viel erklären, dass eigentlich hier oben unser, was war es gleich nochmal? Das Ding zumindest ist. So, trett ihn, hau ihn, mach deinen coolen Wirbel. Natürlich, ach so, hier oben ist natürlich, der Runenstein. Was ist das überhaupt für ein Runenstein? Wir hatten ja einen Runenstein der Elfen. Und der Zwerge. Nicht der Zwerge. Der Runenstein der Orks, den haben wir als allererstes gefunden. Und dann den der Elfen, wenn ich mich nicht ganz irre. Auch wenn ich Elfen noch nie in Two Worlds gesehen habe. Aber egal. Egal. Sagen wir einfach mal, es gibt Elfen. So. Also, ich habe ja mal in Two Worlds 1 Büchlein gelesen. Da war bei mir war so ein richtig schönes, dickes Buch dabei. Also, als Anleitung finde ich ja so schön immer noch. Und ich sage immer wieder, ich habe für dieses, für Two Worlds 1 3 Euro ausgegeben. Und da war einfach so ein Buch, was einfach so 300 Seiten. Da waren natürlich mehrere Sprachen dann, aber trotzdem. War, allein schon die deutsche Beschreibung waren so mit jeder Kreatur, die es im Spiel gibt. Ey, das war so schön. Und da wurde was über Elfen gesagt, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Wurde auch was über Zwerge gesagt. Also ich sag ja, Two Worlds 1 habe ich schon öfters gesagt. Muss ich eigentlich mal echt ein Video drüber machen, was mich an Two Worlds 1 stört. Weil du, in Two Worlds 1 gibt es so viele Sachen, die einfach weggefallen sind. Einfach wegen Zeit oder irgendwas. Also dass einfach Teile der Spielewelt fehlen. Die eigentlich geplant waren. Das ist ärgerlich, aber naja. Dafür haben wir in Two Worlds 2 eine deutlich, ich würde nicht sagen größere Welt. Ich weiß nicht, mir kommt sie sogar ein bisschen kleiner vor. Aber eine, ich weiß nicht, besser gefüllte Welt, finde ich. Ich meine, wir sind hier an keinen Fleck gegangen, außer jetzt mal wirklich die Sümpfe hier, wo wir nicht tausend Quests hatten. Und selbst in den Sümpfen hatten wir ja immer noch die Scavenger da in der Nähe. So, wenn du abhaust, dann hau ab. Und wenn du herkommst, dann komm her. So. Also, wir haben ja schon genug zu tun, Tools. Das würde ich jetzt nicht bestreiten. So, und? Runenstein der Menschen war das. Okay, Leute, dann bringen wir jetzt noch schnell den Runenstein Sukaris, unserem guten Freund, dem blinden Schmied der Orks. Und ja, bringen ihm die frohe Botschaft. Also, ich habe mich informieren lassen, da muss ich zugeben, habe ich in der kompletten Lösung nachgeschaut, weil ich wollte wissen, wie viele Runensteine es sind. Es gibt noch einen anderen Runenstein. Und ich weiß zwar, ich glaube, es ist vielleicht ein Zwerge, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich habe nicht überflogen, was uns da auf uns wartet, aber ich wollte wissen, wie viele es noch sind, weil wenn es jetzt 100, suche mir die 100 Runensteine, dann hätte ich irgendwo aufgegeben, aber da kann man das gerne machen. Vor allem den guten Ork-Freien hier. So, ich gehe gerade in die falsche Richtung, fällt mir gerade so auf. Entschuldigung. So, möchtest du unsere Ausdauer mal wieder ein bisschen regenerieren? Ja, gute Ausdauer. Ey, Leute, schau ich mal an, wie cool wir jetzt mit unserem Wappenrock sind. Ey, wie der Blitz laufen wir hier durch die Gegend. Schau ich das mal an. So cool einfach. Leute, wir sind einfach so cool. Schau ich das mal an. Wow. Heroisch laufen wir durch die Gegend. Mit unserem Röckchen. Klingt blöd, aber sieht echt cool aus. Gefällt mir. So, wenn wir jetzt irgendwann mal noch aus der Höhle raus... Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Mann! Diese blöde Karte! Kann mir da nicht ein Ausgang markiert werden? Das wäre voll super. Wartet. Ich kann aber da durchlaufen. Du bist tot? Das heißt, wir waren ja schon gut. Ich dachte, das ist wichtig. Es hat sich noch kurz gezuckt. Das war so sein Todeszucker. So. Okay, hier waren wir eindeutig noch nicht. Geh weg, Spinny. Kein Bock auf dich, Spinny. Ja, laufe ich schon wieder? Ich will nicht da. Ich habe genug Zeug. Ich brauche weder Geld, ich brauche keine Items. Das Einzige, was ich brauchen könnte, wären Heiltränke. Das gebe ich zu. Aber die gibt es ja irgendwie nie. Ich finde immer nur Mahntränke. Ich bin jetzt schon wieder falsch gelaufen, oder?
Nein, das könnte jetzt richtig sein. Das müsste richtig sein. Ja. Oh, Leute. Komm, mit der letzten Ausdauer. Haben wir es endlich... Oh nein, jetzt habe ich die Tür so gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So, wir haben es geschafft. Wir sind draußen und Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch jetzt einen Cut. Ich weiß gerade nicht, wie lange der Part ist, aber ich hoffe einfach, wir können einen Cut machen. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder mit Tourette 2. Ich fahre mit meinem Boot mal hier hin. Irgendwo, weil ich möchte jetzt nicht, dass mein Boot hier allein in der Wildnis steht und ich dann hier irgendwie her schwimmen kann. So ein Jährchen lang. Und wie gesagt, ich fahre jetzt mein Boot einfach mal irgendwo in der Nähe zu einem Teleport. Dann portieren wir uns im nächsten Part zusammen zu unserem guten Freund Sokrates und sagen ihm, dass wir den nächsten Runenstein haben und holen uns dann im nächsten Part auch den letzten Runenstein, der, wenn mich meine Informationen nicht trügen, der Runenstein der Zwerge war. So, dann bis zum nächsten Mal, euer Demsmafix, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.